Sonnenklar TV live vor Ort. Sonnenklar TV live vor Ort. In Deutschland ist eine Menge los und Björn Kasper ist unterwegs und weiß natürlich bei diesen Temperaturen auch, dass es ganz gut ist, wenn man in ein Schwimmbad geht. Und das hat er jetzt gemacht. Und zwar ist er im H2O Schwimmbad in Herford. Und dort hat er die Marketingmanagerin getroffen. Und wir freuen uns auf die News von ihm und gehen gleich mal drüber nach Herford. Hallo Björn. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, schöne Grüße aus Herford, aus dem H2O, was den Abschluss meiner Tour durch den Teutoburger Wald bildet. Und ich freue mich, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Frau Hagelgans hat uns begrüßt und hat mir schon einiges gezeigt hier im H2O. Und ich bin total beeindruckt, weil diese Vielfalt habe ich noch nicht gesehen. Was kann ich hier im H2O bei Ihnen erleben? Ja, hier bei uns im H2O kann man definitiv so einiges erleben, denn wir haben hier drei verschiedene Bereiche. Zum einen das Freizeitbad. Wer also auf der Suche nach Action ist, der ist da auf jeden Fall genau richtig. Wir bieten verschiedene Attraktionen an, für groß bis klein. Wir haben eine Dschungelinsel, Tabokiri, ein Wellenbecken, Strömungskanal, Wasserrutschen, also alles Mögliche, um sich auszutoben. Dann haben wir das Refugium, unser Wellnessbereich. Man findet dort verschiedene Anwendungen von klassischen Massagen bis hin zu kosmetischen Anwendungen. Man kann ein Tagesarrangement buchen, bedeutet ein Gesamtpaket für den ganzen Tag. Und natürlich die Saunawelt, in der wir uns hier gerade befinden. Und auch hier findet man viele Möglichkeiten, sich zwischen den Saunagängen zu entspannen. Das heißt also für jung und alt, für die gesamte Zielgruppe, von Kindern bis Erwachsene bis Ältere. Also das H2O bietet für jeden irgendwo was. Sie haben es gesagt, wir sind hier in der Saunawelt, Saunalandschaft, Saunapark kann man fast sagen. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, wir haben uns ein ruhiges Eck gesucht, damit wir hier auch keinen gerade stören, der sauniert. Ich habe gehört, das ist auch weit über die Grenzen bekannt, diese Saunalandschaft. Ja genau, das ist richtig. Also wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet und merken auch immer wieder, dass Gäste von weiter her hier hinkommen, um sich halt einen ganzen Tag Auszeit zu gönnen. Und ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall auch daran, dass wir einfach durch diese große Anlage die Möglichkeit haben, ein vielfältiges Angebot anzubieten. Wir haben diesen großen, wunderschönen Saunagarten, der wirklich sehr liebevoll gestaltet ist, wo es viele Ecken gibt, um den Tag hier zu genießen, viele Ruheräume, viele Sitzgelegenheiten und natürlich die Auswahl der Saunen, die macht es auch aus. Wir haben 11 verschiedene Schwitzräume. Gigantisch, ja. 11 verschiedene Schwitzräume von 60 bis 100 Grad, also auch da ist für jeden was dabei, für Anfänger, für langjährige Saunagänger, also da fehlt es, glaube ich, an nichts. Und darunter befinden sich auch einige Highlight-Saunen. Wir haben die Visitorni, das ist eine Wasserturmsauna mit einem 320-Grad-Panorama, wo man Naturfilme erleben kann, während man sauniert. Wir haben die Terra-Sauna, dort kann man die 4 verschiedenen Elemente erleben, mit Effekten, die durch Licht, Hitze und Düfte erzeugt werden. Und auch die Showsauna, die Valkutus, ist ganz besonders bei uns. Dort finden Showaufgüsse in Form von Schauspiel statt, unterstützt natürlich durch viel Musik und Lichttechnik. Also das sind alles so Sachen, so Neuheiten, die natürlich immer wieder neue Gäste hierher locken. Das stimmt. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich habe mir schon einige Saunen angeguckt, aber das, was sie hier bieten, also quasi auch mit Show und Entertainment, weit über die Grenzen hinaus. Und ich habe ein bisschen recherchiert, bevor ich hier hingefahren bin. Und ganz oben stand auch irgendwas mit Weltmeisterschaften, Sauna-Weltmeisterschaften. Stimmt das? Ja, genau, das ist richtig. Durch unsere Eventsauna hatten wir die Möglichkeit, uns auf die Veranstaltung zu bewerben. Es fing an mit der Qualifikation für die deutschen Aufgussmeisterschaften. Da haben wir den Zuschlag bekommen und durften die Veranstaltung im letzten Jahr hier bei uns durchführen. Heißt, es sind mehrere Sauna-Profis gegeneinander angetreten vor einer Jury. Natürlich mit dem Ziel, sich für eine deutsche Aufgussmeisterschaft zu bewerben. Und auch diese dürfen wir im nächsten Jahr hier bei uns aufführen, was uns natürlich sehr freut, so ein Event hier bei uns präsentieren zu dürfen. Was sich alles gibt, ist super. Aber was im Vordergrund wirklich hier steht, ist das Thema Gesundheit. Und das ist wichtig, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, weil in der letzten Zeit hatten wir den einen oder anderen Lockdown, wo wir zu Hause waren und jetzt wieder rauskommen, unter Menschen sein dürfen wieder und einfach auch wieder genießen können. Und das Thema Gesundheit wird hier groß geschrieben. Genau, absolut. Also Gesundheit ist für uns natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Saunieren hat ohnehin positive Effekte auf den Körper. Das Immunsystem wird gestärkt, der Kreislauf wird angekurbelt und das gesamte Wohlbefinden wird einfach gesteigert durch diese Kombi Schwitzen und Abkühlung. Aber um dieses Thema noch ein bisschen weiter auszureifen, haben wir auch gemeinsam mit einem Kooperationspartner 2 Projekte an den Start gebracht. Das ist das Gesundheitsfasten. Man entgiftet den Körper, ist aktiv, aber
aber nimmt sich auch die Zeit, um zu entspannen, den Körper runterzufahren, was man hier natürlich bei uns optimal machen kann. Und relativ neu ist das Naturerlebniswandern. Bedeutet, man verbringt mehrere Stunden mit einem Naturcoach in der Natur. Man führt Übungen durch und kommt im Anschluss auch wieder hier zu uns. Kriegt ein Dampfbadritual, das extra hierfür entwickelt worden ist. Dann kriegt man ein frisch zubereitetes, gesundes Essen aus unserer Gastronomie und kann den Tag hier ausklingen lassen. Und den Tag, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, lasse ich auch ausklingen hier. 2 Tage im Teutoburger Wald. Hier kann man Urlaub machen, den kann man genießen. Und im H2O sollten Sie unbedingt mal vorbeischauen. Infos über Eintrittspreise, alles finde ich? Alles findet man auf unserer Homepage h2o-herford.de. Auch alles zu Neuigkeiten, zu Events, zu neuen Projekten, die wir haben. Und wir sind auch bei Facebook und Instagram vertreten. Das heißt, da gibt es auch immer wieder News. Liken Sie uns und zurück zu euch ins Studio nach München. Ciao. Ja, vielen herzlichen Dank, Björn. Also das waren ja sehr, sehr gute Informationen. Da sieht man wieder, wie toll der Urlaub auch in Deutschland gestaltet werden kann. Dankeschön auch natürlich ans H2O und die sympathische Marketingmanagerin und dementsprechend bei uns. Wir sind immer gerne live vor Ort und das ist hier nochmal die Information unter www.h2o-herford.de. Viel Spaß in Herford. Sonnenklar TV live vor Ort.